Die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei der Geldanlage spielt eine immer größere Rolle. Bei der Beratung in Wertpapieren oder Versicherungsanlageprodukten fragen wir daher unsere Kunden, inwieweit auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt werden sollen. Es stehen drei verschiedene Kategorien zur Auswahl, die bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigen. Die erste Kategorie zielt darauf ab, nachhaltigkeitsschädliche Investitionen in den Bereichen Umwelt oder Soziales zu vermeiden. Das heißt, man investiert nur in Unternehmen oder berücksichtigt nur Produkte von Emittenten, die ein bestimmtes nachhaltigkeitsschädliches Verhalten ausschließen oder minimieren. Hier können verschiedene Bereiche ausgewählt werden: Vermeidung von Treibhausgasemissionen, Vermeidung von Biodiversitätsschäden, Vermeidung von Wasserverschmutzung, Abfallvermeidung, keine Verletzung von Menschenrechten und Arbeitnehmerbelangen. Mit der zweiten Kategorie soll ein positiver Beitrag zur Nachhaltigkeit in den Bereichen Umwelt oder Soziales geleistet werden. Das kann zum Beispiel die Förderung erneuerbarer Energien oder die Bekämpfung sozialer Ungleichheit sein. Zugleich müssen hier auch Kriterien einer guten Unternehmensführung eingehalten werden. Die dritte Kategorie zielt darauf ab, einen wesentlichen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Dies kann beispielsweise durch die Herstellung von Technologien für erneuerbare Energien oder nachhaltige Mobilität erfolgen. Zusätzlich müssen soziale und Governance-Mindeststandards eingehalten werden. Sie interessieren sich für eine Geldanlage, die auch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Gern beraten wir Sie zu den verschiedenen Möglichkeiten.